Hallo und herzlich willkommen beim Sinnsucher-Webinar heute Abend mit mir. Tatjana Reichert ist mein Name. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du dir heute Abend Zeit nimmst für dich. Eine Stunde haben wir gemeinsam zu der Frage Resilienz und Selbstfürsorge in Krisenzeiten. Wie kannst du das ganz konkret in deinem Alltag einbauen, jetzt auch in diesen ganz besonders schwierigen Zeiten? Vielleicht hast du ja im Vorfeld dir schon Fragen überlegt, aber vielleicht fällt dir auch in der Zeit, in der wir hier zusammen sind, auch eine eigene Frage für dich ein, denn das ist die Möglichkeit. Es ist also nicht ein Vortrag, sondern ihr habt die Gelegenheit, du hast die Gelegenheit, in den Chat oder in die Kommentarfunktion, je nachdem, wo du mit dabei bist, deine Fragen reinzuschreiben und die werden mir dann wiederum in einen Chat zugeschrieben und dann kann ich die für euch beantworten. Also das heißt, ich versuche das ganz nah an euch orientiert zu halten, dass ihr eure Fragen beantwortet bekommt. Im allerbesten Fall kommen wir mit allen Fragen auch durch. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, für die, die mich noch nicht kennen. Tatjana Reichert ist mein Name. Ich bin Fachärztin ursprünglich und Psychotherapeutin und habe ganz lange auch in einer Klinik gearbeitet, in München, am Rechts der Isar, in der Psychiatrie tatsächlich. Und habe da aber dann relativ schnell festgestellt, dass es mir ganz wichtig ist, das Thema Prävention, also was wir tun können, um vorzubeugen, psychisch krank zu werden, also wie wir gesund bleiben können, stärker in den Fokus zu rücken. Und 2015 habe ich dann gemeinsam mit meiner Grundschulfreundin Katrin und mit ganz großartiger Unterstützung von meinem Partner das Kitchen to Soul gegründet. Und das Kitchen to Soul ist ein Coaching- und Seminarcafé in München, Neuhausen. Also das ist wirklich zum Anfassen. Ein Ort, an dem man sich austauschen kann, ein Ort, an dem man eben genau diese Fragen rund um Selbstfürsorge, Resilienz besprechen kann, ohne dass es in irgendeiner Weise komisch ist oder irgendwas einen Psych-Touch hat. Das heißt, ich bin jetzt komplett selbstständig unterwegs, arbeite nicht mehr als Ärztin, sondern nur noch im Bereich der Prävention, der Vorbeugung, arbeite da als Coach und auch ganz vielen Unternehmen zum Thema, wie können Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund erhalten, also psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Und mein Steckenpferd ist die Selbstfürsorge. Mein Buch dazu, das Prinzip Selbstfürsorge, ist letztes Jahr im Kösel Verlag erschienen und diesen Januar in der zweiten Auflage. Und es ist deswegen mein Thema, weil es mir auch nicht immer leicht fällt. Also das ist etwas, was mich sehr herausfordert, wo ich auch selber viel üben muss und wirklich das als lebenslanges Projekt verstehe. Ich komme aus einer Familie, wo man schon eher auf die Produktivität schaut, wo es ganz häufig heißt, ja, ist es denn, lohnt sich das, mit was beschäftigst du dich, nutze deinen Tag sinnvoll und so weiter. Das heißt, ich kenne das auch, wie viele von euch, und ich kenne auch viele Hindernisse zur Selbstfürsorge, weiß aber gleichzeitig, wie unglaublich wichtig das ist, auch aus der Perspektive der Patienten, die ich natürlich in der Klinik- und Praxiszeit begleitet habe, die oftmals nicht an ihre Selbstfürsorge gedacht haben und dann vielleicht sogar wirklich krank geworden sind. Und was ich auch noch wichtig finde, ist nicht nur die Selbstfürsorge, sondern die Resilienz ist auch einer meiner Schwerpunkte, also die seelische Widerstandsfähigkeit. Und diese Sachen, Selbstfürsorge und Resilienz, schauen wir uns heute in der gemeinsamen Stunde an. Aber ich habe dazu auch einen Online-Kurs bei sinnsucher.de gedreht, und zwar Finde deine innere Stärke. Und der ist auch jetzt schon online. Da könnt ihr dann auch im Nachgang mal gucken, sinnsucher.de, und dann gebt ihr meinen Namen ein, beziehungsweise findet ihr das gleich vorne dran. Und was eine ganz besondere, schöne Sache ist, die mich ganz arg freut, ist, dass ich ab dem 14. Mai den Kurs auch begleite. Das heißt, wer ab dem 14. Mai dabei ist, der kann seine privaten und persönlichen Fragen in ein Forum schreiben, das wiederum natürlich von den Kursteilnehmern öffentlich gestaltet wird. Geschlossene Gruppe, aber natürlich jetzt nicht eins zu eins privat. Und ich beantworte die Fragen. Das heißt, alle können davon profitieren. Das heißt, ihr könnt dann neben den Videos und den Arbeitsblättern auch von euren persönlichen Fragen in dem Forum, das ich dann eben regelmäßig jeden Tag, jeden zweiten Tag anschaue und beantworte, profitieren. Und ich möchte gar nicht so viel reden. Natürlich werde ich reden müssen, weil die Stunde ja letztendlich nur ich rede, ihr schreibt ja nur. Aber ich möchte nicht so viel erstmal reden von mir, sondern ich möchte erstmal beginnen, eine Frage aufzugreifen, um mich dann auch so langsam ranzuhangeln an die Fragen, was ist denn Selbstfürsorge, was ist denn Resilienz? Und da liegt mir schon eine ganz interessante Frage vor von der, weiß ich nicht genau, wie man dich ausspricht. Wir hatten schon Kontakt, aber ich habe mich immer gefragt, wie man deinen Namen wohl ausspricht. Chaniel, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hast du mich gefragt, hallo liebe Tatjana, mir fällt es immer wieder sehr schwer, für mich selbst da zu sein und für mich zu sorgen.
Ich denke einfach immer wieder, dass es anderen viel schlechter geht und ich egoistisch wäre, wenn ich an mich denke und auf mich achte. Und erstmal ist es natürlich total nachvollziehbar. Und da bist du mit Sicherheit nicht alleine, denn erstens kenne ich das, also den Gedankengang kenne ich definitiv und ganz viele andere auch. Also das begegnet mir immer wieder im Coaching, immer wieder in den Workshops, dass Menschen sagen, das ist egoistisch, wenn ich mich um mich selbst kümmere und wenn es mir vielleicht sogar ein bisschen besser geht als anderen. Und da ist so meine erste Gegenfrage, die ich dann ganz gerne stelle, gäbe es nicht auch die Möglichkeit, dass es uns allen gut geht? Also, dass wir sagen, okay, wenn ich damit beginne, dass es mir gut geht, dann ist schon mal die Wahrscheinlichkeit höher in dem Top aller Menschen auf der Welt, dass es in Richtung insgesamten kollektiven Gutgehen geht. Also ich trage dazu bei, dass es uns insgesamt besser geht, wenn ich für mich sorge, damit es mir besser geht. Also das ist ein Beitrag eigentlich zu einer gesellschaftlichen Situation, einer positiven gesellschaftlichen Situation sein kann. Das ist das eine. Und das andere ist, an dieser Idee oder an diesem Glaubenssatz, es darf mir nicht gut gehen oder es darf mir erst dann gut gehen, wenn es den anderen auch gut geht, wenn wir den genau anschauen, dann ist der ja wirklich absolut überhaupt nicht realistisch, weil dann müssten wir ja darauf warten, dass es allen Menschen, konsequenterweise allen Menschen auf der ganzen Welt gut geht und erst dann dürften wir letztendlich, dürften wir uns um uns kümmern und dafür sorgen, dass wir uns auch gut fühlen. Und das ist nicht machbar. Also wir können nicht darauf warten, dass das letzte Kind im letzten Kriegsgebiet sich gut fühlt und dem es gut geht, damit es mir gut gehen darf. Also das ist unmöglich. Es wäre wünschenswert, aber ist unmöglich. Und was dann vielleicht auch nochmal dazu beiträgt oder wirklich helfen kann, um sich da ein bisschen zu lockern im Mindset, ist, wenn wir unseren Körper anschauen, dann haben wir unterschiedliche Organe, die sich unterschiedlich wichtig sind. Und wir haben ein besonders wichtiges Organ und das ist das Herz. Und wenn wir unser Herz anschauen, dann pumpt es sauerstoffreiches Blut in alle möglichen Körperteile. Und wohin, also in alle Körperteile, und wohin pumpt das Herz das sauerstoffreiche Blut als allererstes? Überlegt mal. Als allererstes nicht ins Gehirn, nicht in die Lunge, sondern in die Herzkranzgefäße. Das Herz versorgt sich zunächst selbst mit Sauerstoff, weil erst wenn es selbst überlebt, kann es auch für andere da sein. Und wenn wir das nochmal übertragen auf was ganz praktisch Menschliches, ein Beispiel, was ich immer wirklich gern von mir erzähle, weil ich das bei mir persönlich unglaublich beeindruckend empfinde, ist, wenn ich Hunger habe, dann werde ich ganz schnell gereizt. Und ich merke das nicht immer. Also ich merke schon, dass ich Hunger habe, aber ich merke nicht, dass es eigentlich schon drüber ist und dass ich schon gereizt bin, weil ich vielleicht dann zu wenig auf meine Bedürfnisse achte, weil ich sage, nee, das andere ist jetzt wichtiger, ich mache jetzt erst die Aufgabe fertig oder ich helfe jetzt erst meiner Familie oder ich helfe jetzt erst meiner Freundin oder meinem Freund oder Partner und dann esse ich vielleicht, wenn ich Zeit habe. Und damit riskiere ich aber sehr häufig, dass ich in einen Streit gerate, weil ich werde nämlich dann eben gereizt, aggressiv und wir kommen viel leichter in einen Konflikt, als wenn ich davor sagen würde, hey, stopp, jetzt muss ich gerade mal was essen und danach kann ich dir auch helfen. Also das heißt, indem wir für uns sorgen, sorgen wir auch für ein insgesamt angenehmeres und besseres Klima und sind, weil wir überleben, tatsächlich psychisch widerstandsfähig bleiben und körperlich überleben, und zwar gut überleben, sind wir in der Lage, andere zu unterstützen. Und das ist in Krisenzeiten wie Corona jetzt zum Beispiel ganz besonders wichtig. Also wenn wir jetzt unsere Selbstfürsorge vernachlässigen, weil wir zum Beispiel Homeschooling machen müssen oder weil der Partner gerade in eine depressive Episode gefallen ist, weil da der Job weggebrochen ist zum Beispiel, das kann ja wirklich sein, oder weil wir unsere Angehörigen jetzt massiv unterstützen müssen, andere Angehörige, ältere Angehörige zum Beispiel, und wir vergessen uns dabei, dann sind wir denen langfristig ja überhaupt keine Hilfe mehr. Und deswegen ist Selbstfürsorge nicht egoistisch, sondern aus meiner Sicht sogar die Pflicht. Wenn ich mich nicht um mich kümmere, kann ich nicht zu sozial, also wirklich auch vielleicht empathisch zugewandt, anderen gegenübertreten und die unterstützen. Und natürlich fällt es dann manchmal schwer, weil man dann doch dieses schlechte Gewissen hat. Und ja, da muss man einfach durch. Also da muss man einfach tatsächlich sagen, ich probiere das jetzt, ich halte das schlechte Gewissen aus und ich erlebe ganz im Gegenteil nicht, dass es schlimm gelaufen ist, sondern dass es sogar gut gelaufen ist. Und selbst wenn man mir schlechtes Gewissen einreden will, dass dann irgendjemand sagt, na, aber komm, das kannst du doch jetzt nicht bringen, du musst dich doch jetzt erstmal um
um XY kümmern, dann kann man auch aushalten, dass derjenige vielleicht einmal ein schlechtes Gewissen machen möchte. Und man wird aber erleben, dass es tatsächlich danach allen Beteiligten besser geht. Also ausprobieren und aushalten, und in allermeisten Fällen hat man ein positives Feedback, und das prägt sich dann auch wieder ein. Das ist im Übrigen für alle so, dass es letztendlich darum geht, für alle Veränderungen, es geht immer darum, dass ich etwas plane, mir etwa, also ich nehme etwas wahr, wo ich merke, oh, da beobachte ich mich, da könnte ich mal, da sollte ich mal, dann plane ich das, in welchen Situationen kann ich das dann vielleicht mal ausprobieren, dieses gewünschte Verhalten, also von mir gewünschte Verhalten, nicht von anderen gewünschte Verhalten. Und dann probiere ich das in kleinen Schritten aus und dann bemerke ich, es geht. Und dann habe ich dafür mehr Energie, das nächste Mal einen größeren Schritt zu gehen. Also das nennt man so, aus seiner Komfortzone auszutreten. Genau. Da kann ich auch gern nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber da gibt es auch gleich eine zweite Frage, auch nochmal von der Shaniel. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, leider höre ich dich ja nicht. Wie kann ich mich motivieren, achtsamer zu sein und mir diese Zeit für mich zu erlauben? Also es ist eine Motivationsfrage quasi. Wie kann ich mich motivieren? Und Motivation beginnt natürlich damit, dass ich mir überlege, wofür lohnt sich etwas für mich? Also was sind meine Motive? Nicht das, was man von außen sagt, also jetzt nehme ich mal Achtsamkeit oder Sport, das sind vielleicht wirklich so ganz typische Sachen. Das ist ja, wir sind in einem Trott, in der Gewohnheit, in einem Rhythmus, in einer Routine. Und in dieser Routine hat Achtsamkeit zum Beispiel bei dir keinen Platz, offensichtlich momentan. Und du möchtest aber gerne in deine alte Routine eine neue Routine einbauen. Und da ist die Frage, wie du das kannst. Und da ist eben nicht das Motiv letztendlich, dass du, jetzt muss ich mal ganz kurz, bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe Nebengeräusche, aber da weiß ich jetzt nicht, woher die kommen, vom Julian vielleicht. Ich mache einfach weiter, finde mich wieder. Wenn du dir also vornimmst, dass du etwas umsetzen möchtest, dass du eine neue Routine entwickeln möchtest, dann hilft es am besten, dass du dir ganz genau überlegst, wofür. Was ist deine positive Konsequenz? Also was wird dich letztendlich in Zukunft bereichern, wenn du jetzt damit beginnst? Und bei der Achtsamkeit könntest du vielleicht feststellen, dass du sagst, ich bin dann insgesamt gelassener und ich bin ruhiger und entspannter. Und im Bereich zum Beispiel vom Sport könnte es sein, dass man sagt, okay, es ist am Anfang zwar anstrengend, aber danach habe ich den Gewinn von auch wieder Gelassenheit, Entspanntheit, körperlicher Fitness. Es bringt nichts, wie ich vorher schon angedeutet habe, zu sagen, okay, in den Studien steht, Achtsamkeit ist gut. Meine Eltern sagen mir, Sport ist wichtig. Meine Freundin macht auch Achtsamkeit, also muss ich auch Achtsamkeit machen. Sondern es tatsächlich für sich zu finden, was ist mein Motiv, was ist mein Wunsch dahinter, meine positiven erwarteten Konsequenzen. Und das ist eben auch das mit dem Erlauben der Zeit. Das ist, hat natürlich damit was zu tun, wenn du, also weil du die Frage ja noch, die zweite Frage war, die Motivation, mir diese Zeit zu erlauben für Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Das beginnt eben damit, dass du dir eine Entscheidung triffst, nämlich ich bin wichtig, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und das formulierst du in deiner Art und Weise, wie du das formulierst. Das sind jetzt meine Worte. Und du erlaubst dir, tatsächlich im Sinne von Erlaubnis wirklich, ich erlaube mir, weil es so wichtig ist, weil ich mich entschieden habe, das und das zu tun, auch wenn andere das vielleicht blöd finden oder auch wenn ich vielleicht erstmal ein schlechtes Gewissen oder ein Schuldgefühl habe. Und dann geht es um die Umsetzung, und da wirst du am ehesten profitieren, wenn du dir das als festen Termin einmerkerst, mit Rot vielleicht, dass da keine Alternativtermine dazwischen kommen, und dass du dir dann zum Beispiel eine Woche nimmst und sagst, okay, diese Woche, ich probiere das jetzt mal eine Woche. Und wenn man diese Woche hat, dann hat man schon den ersten Schritt geschafft. Man könnte zum Beispiel sogar sagen, bei Achtsamkeit 5 Minuten. Ich mache das, ich stelle mir den Wecker, den Reminder, jeden Tag 5 Minuten. 5 Minuten sind nicht viel, 5 Minuten können auch nicht egoistisch sein. Insofern könnte man mit kleinen Schritten beginnen und dann merken, es tut gut, und dann weiteres in den Tagesverlauf und in den Wochenverlauf einplanen. Feste Erinnerungen setzen, feste Termine mit sich vereinbaren, ganz klar die Entscheidung für sich treffen. Ich entscheide mich, mich in Achtsamkeit zu üben. Also das muss, und um diese Entscheidung zu treffen, muss man sich eben fragen, wofür und was gewinne ich davon? Weil ich muss natürlich erstmal in Vorleistung gehen, diese vielleicht auch Schuldgefühle und so weiter aushalten. Und dann hilft es dir noch, dass du ein Erinnerungssymbol installierst. Also dass du vielleicht ein Foto, was dich daran erinnert, oder ein Bildschirmschoner an deinem Handy einrichtest,
der dir immer wieder suggeriert, ach ja, stimmt, das ist mein Projekt Achtsamkeit, diese 5 Minuten. Und immer unterbewusst wirst du daran erinnert, wenn du dieses Symbol, dieses Foto, dieses Bild siehst. Du kannst dir eine 8 hinstellen, zum Beispiel als Symbol für Achtsamkeit. Ich habe viele Postkarten gesammelt, die mich an bestimmte Sachen erinnern, die so meine Symbole sind für bestimmte Themen. Also das Gehirn arbeitet mit unterbewussten Symbolen, so Priming nennt man das. Das heißt, wenn man sich an Vorhaben erinnern will, hilft es immer ganz, ganz doll. Und es hilft definitiv auch, andere einzuweihen, die einen dann so von extern ein bisschen kontrollieren können, im positiven Sinn, und sagen können, wie ist denn das mit deinem Projekt Achtsamkeit gerade? Und dann kommt man in so eine soziale Verbündetheit, die einem aber ganz gut helfen kann. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen unterstützen konnte hinsichtlich Motivation und sich die Erlaubnis zu erteilen, achtsamer zu werden und sich die Zeit dafür zu nehmen. Genau. Jetzt haben wir noch eine Frage über YouTube reingekommen von der Silvia. Hallo Silvia. Du fragst, ich würde gerne wissen, wenn ich noch nie wirklich Selbstfürsorge praktiziert habe, wie ich beginnen kann. Okay, also erstmal glaube ich, dass du ganz sicher auch schon selbstfürsorglich bist und auch Selbstfürsorge schon praktiziert hast. Es ist quasi überlebenswichtig. In dem Moment, wo du geschlafen hast, nachts schläfst, bist du selbstfürsorglich. In dem Moment, wo du dir ein Bad nimmst oder dich duscht, bist du selbstfürsorglich. In dem Moment, wo du isst und trinkst, bist du selbstfürsorglich. Dann könnte man natürlich sagen, das ist aber sehr basal, aber ja, Selbstfürsorge ist auch ganz basal. Also Selbstfürsorge kann wirklich was ganz, ganz Einfaches sein. Und vielleicht ist das beste Beispiel der Schlaf, weil das eines der wichtigsten Punkte ist, der Widerstandsfähigkeit und der Selbstfürsorge. Insofern auch gerade in diesen Zeiten wichtig, wo wir so viel Unsicherheit haben, wo so viel, ja, einfach auch Stress, das ist Stress. Unsicherheit ist gleich ein bisschen Angst, ist gleich ein bisschen Stress, oder ist sogar viel Angst, ist viel Stress. Da brauchen wir Regenerationsphasen. Und diese Regenerationsphasen sind am deutlichsten zu spüren im Schlaf. Unser Körper braucht die Entspannung und die tiefste Entspannung haben wir in den Schlafenszeiten. Das heißt, in dem Moment, wo du zum Beispiel ausreichend schläfst oder überhaupt mal schläfst, hast du schon was für dich getan. Und dann könnte man natürlich überlegen, okay, jetzt schlafe ich vielleicht zu wenig. Zu wenig wäre vielleicht 6 Stunden, so im Durchschnitt so 7 Stunden, aber das ist sehr individuell. Also ich brauche 8 Stunden, andere brauchen vielleicht wirklich nur 6. Aber sagen wir mal so im Durchschnitt 7 Stunden, das ist in Ordnung. Das gibt dir genug Kraft für den Alltag gewöhnlich. Wenn natürlich die Belastungen extrem sind, dann brauchen wir auch mehr Regenerationszeit und mehr Schlaf tatsächlich. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich schlafe aktuell vielleicht 6 Stunden, also wie kriege ich diese eine Stunde, um die 7 Stunden voll zu machen oder vielleicht sogar 2 Stunden, um die 8 Stunden voll zu machen, dann lohnt sich einfach, deinen Tagesrhythmus anzugucken und zu schauen, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Und in vielen Fällen kommt raus, dass man am Abend zum Beispiel vorm Fernseher sitzt oder eine Serie guckt oder auch liest. Das mag ja, also ist ja auch alles schön und gut, ist ja auch völlig erlaubt und mag ja auch vielleicht sogar selbstfürsorglich sein, dass man aber merkt, Schlaf würde mir mehr bringen. Es ist tatsächlich so, unser Körper funktioniert so, dass der Schlaf, also ausreichend Schlaf, dann wirklich energietechnisch mehr bringt, als zum Beispiel noch fernzugucken. Und dass man dann sagt, okay, anstelle 2 Stunden fernzuschauen oder eine Serie zu gucken, gehe ich 2 Stunden früher ins Bett und habe damit meine 8 Stunden Schlaf beispielsweise. Das wäre ein ganz einfacher Beginn der Selbstfürsorge. Oder das Beispiel, was ich vorher auch gesagt habe, hinsichtlich Essen, dass man auf seine Bedürfnisse achtet, dass man die überhaupt mal spürt. Und da ist Essen und Hunger was ganz Hilfreiches, weil man das relativ einfach bemerken kann. Also wenn der Bauch knurrt, wenn einem schon schlecht vor Hunger wird, hat man dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt ist es dringend. Und dann ist es vielleicht leichter, auch diesem Bedürfnis nachzugehen. Also das heißt, das ist mir auch ganz wichtig, und deswegen vielen Dank für die Frage, Silvia, dass Selbstfürsorge ist jetzt nichts Besonderes. Obendrauf, ja, natürlich kann man noch Sachen obendrauf setzen. Man kann sich in Optimismus trainieren, man kann eben Achtsamkeit lernen. Aber eigentlich ist Selbstfürsorge was ganz Basales, nämlich, dass man seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt und dann dementsprechend auch handelt und guckt, wie kann ich meine Bedürfnisse befriedigen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass manche von euch sich schon denken, ups, das ist egoistisch, meine Bedürfnisse immer zu befriedigen. Und dann sage ich, ja, natürlich, immer sie durchzusetzen gegen alle anderen und alle Widerstände, das wäre egoistisch. Aber wenn ich meine Bedürfnisse wahrnehme und sie artikulieren kann
und sie auch befriedigen kann und trotzdem noch die anderen Menschen im Blick behalte, dann werde ich am Ende mit befriedigten Bedürfnissen deutlich leichter auch die Bedürfnisse anderer Menschen befriedigen können. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Praxis oder aus meinen Coachings. Da ist ganz häufig die Situation, dass Menschen sagen, wenn ich im Job bin, dann werde ich nicht gewertschätzt oder nicht gut genug gewertschätzt. Also die Leute, die sagen, loben mich nicht. Wertschätzung kommt irgendwie nicht an. Und dann frage ich so ein bisschen nach, wer ist denn da so, wer der Chef oder die Chefin, die wertschätzen sollte, warum, wer ist das von Menschentyp und so weiter. Und dann kommt häufig die Antwort, naja, das sind Menschen, die irgendwie so ganz tapf sind und die sagen dann im Zweifelsfall, nicht geschimpft ist, gelobt genug und mich hat ja auch niemand gelobt. Also warum brauchen sie da die Wertschätzung? Und das genau meine ich. Wenn ich mich selber nicht lobe, wenn ich selber nicht gut mit mir umgehe, weil ich es vielleicht auch von außen nicht bekommen habe, aber ich könnte es ja auch von mir aus letztendlich versuchen aufzufangen. Ich könnte ja auch trotzdem, auch wenn es von außen nicht kommt, könnte ich auch mir was Gutes tun und mich damit wertschätzen. Wenn ich aber dieses, wenn ich mich nicht selber mag, wenn ich mich nicht selber wertschätze, dann fällt es natürlich schon deutlich schwerer, andere wertzuschätzen, weil ich dann vielleicht eher in so eine Missgunst- und Neidhaltung komme. Also ich kann euch nochmal vielleicht ein Beispiel nennen aus meinem eigenen Leben. Wenn ich Überstunden mache, wenn ich ganz viel arbeite und ich auch merke, eigentlich ist es zu viel, eigentlich tut mir das nicht mehr gut, aber ich traue mich nicht aufgrund von meinen Glaubenssätzen, aufgrund von meinen Antreibern, aufgrund von der To-Do-Liste und meinem Bedürfnis, diese To-Do-Liste abzuarbeiten, traue ich mich nicht zu sagen, okay, ich mache heute auch früher Schluss oder nicht früher, sondern ich mache jetzt Schluss, ich gehe heim und gehe noch, wenn wieder Corona weg ist, in eine Kneipe und trinke was mit Freunden. Ich traue mich das nicht, ich gestatte mir das nicht, ich erlaube mir das nicht und sehe aber, dass andere sich das sehr wohl erlauben, dann werde ich krantig. Und dann werde ich auf die anderen krantig, weil die ja jetzt ein schönes Leben haben und ich sitze hier und arbeite. Und das ist doch ungerecht. Also das ist mein Gedanke, das ist doch jetzt irgendwie nicht gerecht. Warum haben die frei und ich arbeite? Und dann muss ich mich daran erinnern, dass ich das selbst gewählt habe. Also es ist meine Entscheidung, auch übrigens, wenn man angestellt ist. Man hat sich entschieden, diesen Arbeitsvertrag zu unterscheiden und man ist nicht angekettet. Und ja, es gibt natürlich besondere Konstellationen, gar keine Frage. Aber letztendlich ist es doch dann meine Aufgabe zu sagen, wie kann ich für mich sorgen, dass ich so ausgeglichen bin, dass ich anderen es nicht missgönnen muss, dass die ein schöneres Leben haben als ich. Und natürlich spielt das Schicksal eine ganz große Rolle und kann da auch tatsächlich einem wirklich entgegenschlagen. Und dann kann man das manchmal nicht so gut steuern und kontrollieren. Aber letztendlich ist das ein wesentlicher Punkt, dieses sich selbst fürsorglich mit sich selbst zu beschäftigen, um anderen gegenüber dann eben auch gut gesonnen zu sein. Nächste Frage von der Tanja. Liebe Tanja, du fragst mich, wie würdest du versuchen, deinen Partner dazu zu bringen, besser für sich zu sorgen? Spannende Frage. Also erstmal würde ich dich fragen, was hast du denn schon alles versucht? Und dann würdest du mir vielleicht sagen, na, ich habe schon viel versucht. Ich habe ihm das schon erzählt, ich habe ihm das gesagt, ich habe gesagt, warum ich das wichtig finde. Ich habe ihm gesagt, warum mir das aufgefallen ist, an was konkret mir das aufgefallen ist. Ich beobachte an dir das, Punkt, Punkt, Punkt. Ich mache mir Sorgen, das. Also das wären so die ersten Schritte. Tatsächlich das anzusprechen und zu sagen, okay, mir fällt auf, ich mache mir Sorgen. Und dann kommt man leicht mit Ratschlägen und sagt, wie wär's denn, wenn du mal das und das machen würdest? Auch das kenne ich in meinem Verhalten. Und dann ist es aber meistens so, wenn du mir diese Frage stellst, gehe ich davon aus, dass du das wahrscheinlich schon probiert hast. Also du wirst mit deinem Partner wahrscheinlich schon darüber gesprochen haben. Und der hat sich nicht verändert und der hat die Selbstfürsorge für sich nicht praktiziert oder konnte das nicht umsetzen, was du ihm letztendlich ans Herz gelegt hast. Und dann ist es seine Verantwortung. Und das ist dann wiederum deine Selbstfürsorge, dass du dich nicht an ihm und seiner Veränderungswilligkeit und Motivation aufreibst, sondern dass du dann irgendwann einen Punkt findest und sagst, okay, ich habe ihm meine Beobachtung mitgeteilt, ich habe ihm meinen Wunsch mitgeteilt, nämlich ich wünsche mir, dass du für dich besser sorgst. Und ich habe ihm dargestellt, was ich befürchte, wenn er es nicht tut. Ich befürchte, dass es nicht lang gut geht, dass du krank wirst, dass du Schwierigkeiten bekommst und so weiter. Oder ich bemerke schon, dass es Auswirkungen hat auf unser Privatleben, Beziehungsleben und so weiter. Und wenn dann aber eben seine Veränderung nicht kommt, dann darfst du dich auch wieder zurückziehen im Sinne von, dass du es einfach so lässt.
weil du wirst jemanden von außen, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, nicht wirklich motivieren können, sondern du provozierst im Zweifelsfall sogar, dass dein Partner in Widerstand zu dir geht und in Reaktanz und immer mehr zumacht und sagt, ich will das gar nicht mehr hören oder geht nicht. Und dann ist es einfach wichtig zu begreifen, du bist nicht seine Therapeutin, du bist nicht seine Coach, sondern du bist seine unterstützende Freundin. Und erstens hat er das Recht zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Es ist seine Entscheidung. Es ist ein freier Mensch und der darf das für sich entscheiden. Also er darf für sich entscheiden, nein, ich möchte nicht selbstversorglich sein. Oder er sagt, ich kann es nicht. Und dann ist es seine Verantwortung, sich da Unterstützung zu suchen, um es doch hinzubekommen. Und das ist dann nicht mehr letztendlich deine Aufgabe. Und da beginnt eben, wie ich schon angedeutet habe, deine persönliche Selbstfürsorge, dich da wieder ein Stück weit rauszunehmen und besser auf dich zu achten. Erstens könnte es sogar sein, dass du als gutes Vorbild vorangehst, dass du durch deine persönliche Selbstfürsorge ihn inspirierst. Also wir lernen als Menschen im Übrigen hauptsächlich vom Abschauen von Verhalten. Also Vorbild und Abschauen lernen am Modell. Wir lernen deutlich weniger an dem, dass jemand sagt, mach das mal so und mach das mal so, sondern wir lernen es am Abschauen und am Nachmachen und am Ausprobieren, am Hinfallen, am Aufstehen, am Weitergehen. Genau. Und insofern wäre dann wirklich der nächste Schritt, wenn es bis jetzt nicht gefruchtet hat und du das, was ich gesagt habe, schon probiert hast, dass du dann auch wieder ein bisschen dich zurücknimmst und sagst, okay, das ist deine Entscheidung, das tut mir zwar weh, aber ich muss es akzeptieren, ich kann dich nicht verändern. Das musst du selber wollen, wenn du es nicht willst, dann kümmere ich mich jetzt wieder mehr um dich und versuche dich einfach wohlwollend in dem, was du möchtest, zu unterstützen. Genau, das ist da den Rat, in Anführungszeichen, den ich dir da geben kann. Gut, dann habe ich noch eine Frage von dem Uwe, die habe ich schon im Vorfeld bekommen. Und zwar hat der Uwe gefragt, durch Corona ist bei mir alles von 100 auf 0. Ich hätte jetzt Zeit, kann mich aber zu nichts aufraffen. Ich bin so genervt, dass ich aktuell kaum etwas planen und selbst entscheiden kann. Was soll ich tun? Also vielleicht geht es manchen von euch auch in der aktuellen Phase so, dass man einfach merkt, okay, das Leben hat sich bei manchen mehr, bei manchen weniger sehr drastisch verändert. Und der eine leidet mehr darunter, der andere weniger. Manche haben auch eine ganz schöne Zeit aktuell. Und das ist auch völlig in Ordnung. Da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben, dass man sagt, aber mir geht's jetzt eigentlich total gut in der Corona-Zeit. Darf ja gar nicht sein, weil anderen geht's so schlecht. Es darf euch jetzt auch gut gehen. Und ihr dürft auch tatsächlich es genießen, dass vielleicht gerade mal weniger ist. Und für die anderen, die gerade viel, viel mehr haben, Homeoffice, Kinder und so weiter, ist natürlich eine ganz andere Situation und denen wird vielleicht gerade nicht besser gehen als vorher. Also es ist eine sehr zweischneidige Sache und das heißt, jedem darf es gerade so gehen, wie es ihr oder ihm geht. Und insofern würde ich dem Uwe sagen, ja, es ist völlig normal für dich oder es ist ein völlig normales Gefühl, dass man jetzt total genervt ist, weil man eben de facto nicht kontrollieren und steuern kann. Also das stimmt nicht, sondern es ist eben in der subjektiven Wahrnehmung vom Uwe, er kann nicht steuern, er kann nichts kontrollieren. Und genau diesen Punkt würde ich dann genauer hinterfragen und würde fragen, was gibt es denn, was du vielleicht dennoch in deinem Alltag kontrollieren und steuern kannst? Und das hilft uns ganz doll, wenn wir quasi unsere Situation betrachten, in der wir sind und dann unterscheiden zwischen, was ist denn gerade von mir beeinflussbar tatsächlich, veränderbar und was ist von mir nicht beeinflussbar und veränderbar? Und wenn wir dann den Fokus darauf legen, auf die Sachen, die tatsächlich veränderbar, beeinflussbar sind, haben wir ja wieder eine Kontrolle. Und da gibt es richtig viel, weil wir persönlich können ganz viel selbst beeinflussen und entscheiden. Also ich könnte damit beginnen, meine Gedanken zu verändern. Also ich könnte zum Beispiel anstelle zu denken, oh, Corona ist blöd und was für eine beschissene Situation und alles ist von 100 auf 0 und irgendwie ist alles gerade so nervig, könnte ich mich dabei ertappen und könnte sagen, okay, dieser Gedanke bringt mich ja nicht weiter, der kostet mich ja nur noch mehr Energie, könnte ich sagen, stopp. Jetzt schaue ich mir mal die andere Seite der Medaille an und frage mich mal, was lief heute gut? Ein Moment heute, der gut lief oder am Abend, welche Sachen, wofür bin ich dankbar? Dankbarkeitsübung, das ist Geschmackssache, worüber bin ich froh, wenn man vielleicht Dankbarkeit nicht so gern mag? Was lief gut? Was ist vielleicht heute Sinnvolles gewesen in meinem Leben? Das ist eine ganz, ganz kräftige, gute Frage, die man sich stellen kann, gerade in solchen unsicheren Zeiten. Was habe ich heute Sinnvolles getan? Was könnte ich morgen Sinnvolles tun? Oder man kann Sport treiben, das ist etwas, was man selbst beeinflussen und entscheiden kann. Man kann den Konsum der Nachrichten selbst entscheiden. Also ich muss nicht
morgens, mittags, abends Nachrichten gucken und Zeitung lesen, um über Corona informiert zu sein oder über andere Sachen. Also das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann und ich kann da Einfluss nehmen. Also dass man wirklich so auf die Suche geht, was kann ich beeinflussen, was ist machbar und dann auch in kleinen Teilen anzufangen. Weil das Gute und Schöne ist, dass tatsächlich durch dieses aktive Steuern und Kontrollieren wir eine positive Rückkopplung in unser Gehirn bekommen und unser Gehirn dann feststellt, ach super, ich habe ja die Kontrolle, man nennt es auch Selbstwirksamkeit und das fühlt sich wiederum gut an, weil positive Botenstoffe ausgeschüttet werden. Also insofern macht es was ganz Positives mit uns und kann uns gerade in Zeiten der Unsicherheit und des vermeintlichen Kontrollverlustes auch darüber hinweg helfen. Und ja, natürlich hat der Uwe recht, wir haben einfach gerade in vielen Bereichen wenig Kontrolle. Also ich kann nicht kontrollieren, ob der Virus mich erwischt oder nicht. Ich kann alles dafür tun, dass er nicht mich erwischt, aber den letzten Funken kann ich halt dann doch nicht kontrollieren. Ich muss mich jetzt an bestimmte Regeln halten, ob sie mir gefallen oder nicht. Also das heißt, es gibt Dinge, die kann ich wirklich nicht beeinflussen. Ich kann meinen nächsten Urlaub auch nicht planen. Also es ist schon eine Veränderung. Wenn wir darüber nochmal nachdenken, dann werden wir eigentlich gerade damit konfrontiert mit einer Realität, die so oder so da ist. Also wir spüren sie nur jetzt gerade deutlicher und wir sehen sie und fühlen sie und erleben sie deutlicher. Aber dieses Gefühl von Kontrolle und Planbarkeit ist eigentlich eine Illusion. Und das haben wir jetzt gemerkt. Also dieses Gefühl von, oder diese Idee von, also ich weiß genau, im Sommer fahre ich dann nach Frankreich in Urlaub. Ich habe schon das Hotel geplant, also wir werden im Sommer in Frankreich sein. Nee, Pustekuchen, da kommt was dazwischen und dann bist du halt nicht in Frankreich im Sommerurlaub. Ich sage das jetzt zu lapidar, aber das Leben hat automatisch und ständig Unvorhersehbarkeiten. Wir wissen eigentlich nichts außer das Hier und Jetzt. Und die Vergangenheit, die kennen wir natürlich, aber mehr haben wir nicht als das Hier und Jetzt. Und diese Kontrolle, die wir vielleicht davor so gefühlt haben, war tatsächlich auch schon davor eine Illusion. Und ich weiß, wenn ich das so krass sage, dann ist das nicht unbedingt aufmunternd für viele. Aber es ist ein wichtiger erster Schritt, weil wenn man sich das ganz genau vor Augen führt und sich ganz klar macht, letztendlich habe ich nur über meine Handlungen Kontrolle und zwar im Hier und Jetzt. Die kann ich steuern. Vielleicht auch noch planen für morgen. Wenn ich Glück habe, wache ich morgen wieder auf. Und dann kann ich diesen Plan auch vervollständigen. Aber dann kommt Corona und dann kann ich noch nicht mal die Hälfte meines Planes von morgen vervollständigen. Also eigentlich habe ich nur Kontrolle über das Hier und Jetzt, diesen Moment. Und wenn ich mir das ganz genau vor Augen führe, dann hilft mir das dabei zu akzeptieren, nämlich diesen Kontrollverlust anzunehmen und zu sehen, ja, es ist so. Und es ist einfach so. Und erst wenn ich das akzeptieren kann, habe ich vielleicht wieder neue Kapazitäten, um dann tatsächlich auch was umzusetzen, neue Energien, um mich dann auf das zu konzentrieren, was wirklich machbar ist. Und das ist, erklärt quasi den ersten Teil der Frage von Uwe, der eben gefragt hat, ich könnte jetzt eigentlich, ich habe so viel Zeit, ich könnte jetzt total viel machen, lernen, Sprachen lernen, ich könnte jetzt eine Sportart beginnen, Joggen anfangen, 1000 Webinare gucken, aber ich mache es nicht. Und oftmals, also erstmal ist es in Ordnung, muss man ja nicht machen, das darf man auch einfach bleiben lassen. Aber oftmals hat es wirklich damit was zu tun, dass wir uns jetzt in so einer Schockstarre befinden. Es ist Unsicherheit, Kontrollverlust ist gleich Angst, hatte ich vorher schon gesagt, ist gleich Stress. Und im Stress hat man diese Flucht-, Kampf- oder Todstellreflexreaktion. Und vielleicht ist der Uwe jetzt gerade in so einer Todstellreflexreaktion, die ihn dazu bringt zu sagen, okay, ich kann jetzt eigentlich gerade gar nichts machen, weil das Adrenalin, diese Angst überschwemmt mich, diese Angst vor diesem Kontrollverlust. Und vielleicht kennst du das auch. Und da wäre grundsätzlich der erste Schritt eben die Akzeptanz zu sehen, ja, es ist so. Ich habe tatsächlich über bestimmte Dinge im Leben keinerlei Kontrolle, also wirklich gar keine Kontrolle. Und wenn ich das akzeptieren kann, kann ich mich eben besser auf das konzentrieren und habe viel mehr Energie zur Verfügung, was ich tatsächlich aktiv steuern und beeinflussen kann. Und was auch helfen könnte, wäre, dass man sich in irgendeiner Art und Weise körperlich auch in einen entspannteren Zustand bringt, weil generell sind wir jetzt alle ein Stück weit angespannter. Wir bekommen so viele Negativnachrichten. Wir bekommen so viele Negativbeispiele, so viele Ängste auch von anderen transportiert, dass wir uns wirklich gut dass es gut daran wäre und sehr selbstfürsorglich wäre, wenn wir eine Methode für uns fänden, um uns ein bisschen runter zu regulieren und in der Gesamtanspannung ein bisschen mehr in die Entspannung zu bringen. Und was könnte das sein?
Das könnte Sport sein. Also Sport ist etwas, worüber wir wissen, dass wir über Sport und Bewegung einfach auch Adrenalin und Anspannung abbauen können und dadurch wieder gelassener und ruhiger werden. Es könnte aber auch wirklich ein Entspannungstraining sein. Und da bieten Krankenkassen schon auch vor Corona kostenfreie MP3s zum Beispiel an. Wenn man bei der Techniker-Krankenkasse auf die Homepage guckt, dann findet man da das Entspannungsverfahren nach Jacobsen zum Beispiel. Da spannt man die Muskulatur erst an, zum Beispiel die Fäuste, und hält sie ein bisschen und lässt sie dann los, um so eben dann auch eine Entspannung der Muskulatur des Körpers herzustellen und wandert damit quasi durch den ganzen Körper. Oder man kann Achtsamkeitsübungen machen, Meditation. Das, was wir vorher schon angesprochen hatten, ist eine Methode. Ich könnte einfach nur auf meinen Atem achten, weil der Atem direkten Einfluss hat auf mein Nervensystem. Also wir sind in dieser Anspannungsphase, in so einem ganz starken eben Adrenalinrausch oder in diesem Adrenalinmodus, Kampf-Flucht-Reaktion, das nennt man, da ist der Sympathikus, also dieser eine Anspannungsnerv aktiviert. Und um den runter zu regulieren, können wir den Entspannungsnerv, den Parasympathikus aktivieren. Und das gelingt am allereinfachsten über Atmung. Also, dass man zum Beispiel 5 Atemzüge ein- und ausatmet und die mitzählt. Einatmen 1, ausatmen 1, einatmen 2, ausatmen 2. Oder dass man sich die Hand auf den Bauch legt, um überhaupt mal wieder die Bauchatmung zu spüren und nicht hier oben in der hechelnden Schulteratmung zu bleiben. Das wäre eine Möglichkeit. Oder manche sagen auch einatmen 4 Sekunden, ausatmen 8 Sekunden, einatmen 4 Sekunden, kurz anhalten, ausatmen 8 Sekunden. Also da kann man viel mit ganz wenig Mitteln tun, um insgesamt in eine größere Entspannung reinzukommen. Okay, jetzt haben wir eine neue Frage. Doch, die Manuela. Hallo Manuela. Ich wüsste gerne, welche Techniken es zur Selbstberuhigung gibt, wenn man tagsüber ständig eine innere Unruhe spürt in Zeiten von Corona und abends nur schlecht einschlafen kann. Okay, damit habe ich, glaube ich, ein bisschen schon was vorweggenommen. Also tatsächlich diese Selbstberuhigung durch ein Entspannungsverfahren, was auch immer dir am meisten liegt. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Und durch dieses Entspannungsverfahren, wenn man das trainiert, dann kann man das auch im Alltag gerade in unruhigen Phasen einsetzen. Aber man muss es davor geübt haben. Weil gerade dann, wenn ich angespannt bin, in die Entspannung zu kommen, ist deutlich schwerer, als wenn ich schon mal quasi im Normalzustand Entspannungsübungen trainiere und dann weiß, welche Technik kann ich wie einsetzen. Also deswegen würde man zum Beispiel so die Entspannung nach Jacobsen, würde man tatsächlich mindestens 2, 3 Mal die Woche probieren, am Abend, Mittag oder wie auch immer, wann es am besten in den Tagesablauf passt, um dann, wenn man im Alltag in diese Unruhezustände kommt, auch tatsächlich sie anwenden zu können. Also deswegen erst, also so ein bisschen wie wenn ich eine Fremdsprache lerne, dann muss ich die erstmal trainieren und dann, wenn ich im Ausland bin oder mit jemandem auf Französisch spreche, dann habe ich es davor schon mal geübt, damit ich es dann einsetzen kann. Also die Vokabeln habe ich davor gelernt, um es danach sprechen zu können. Und so ist es bei Entspannungsübungen auch. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, nee, Entspannung muss bei dir eher über Aktion gehen, also dass du sagst, es ist wichtiger, dass du dich irgendwie bewegst, weil das so dieses Meditieren oder dieses Anspannen, Entspannen, das ist nicht so wirklich was für dich, dann würde ich einfach empfehlen, wenn du merkst, dass du innerlich unruhig bist, aufstehen, Treppen steigen, kurz die Herzfrequenz hochbekommen, Puls hochbekommen, weil du dann über eine körperliche Technik letztendlich auch wieder das Adrenalin abbauen kannst. Also innere Unruhe heißt, du bist im Stress, in einem negativen Stress, und das kann sein aufgrund von Angst, weil Angst und Stress eben eigentlich dasselbe sind. Also man kann sich vorstellen, da kommt ein Tiger um die Ecke, und auf den Tiger reagieren wir mit Angst und dann steigt das Adrenalin an, Kampf- und Fluchtreaktion. Und es gibt dann diese innere Unruhe, wo man gar nicht zuordnen kann, wo genau kommt es her. Das ist eher so ein gesamtallumfassendes Gefühl und trotzdem ist der Mechanismus ganz ähnlich. Und deswegen auch diese körperliche Bewegung, quasi nicht im Sitzen kämpfen mit dem Gefühl, sondern aufstehen, kurz die Treppen steigen, ablenken, vielleicht aus dem Fenster rausschauen, was anderes machen. Das ist eine Möglichkeit, um innerlich ruhiger zu werden. Die Ablenkung insgesamt, die hilft. Also, dass man tatsächlich sagt, okay, jetzt stopp, ich merke, ich werde unruhig. Atmen, körperliche Bewegung, je nachdem, was dir da passt und was für dich möglich ist. Und dann aber an was anderes denken, und zwar ganz bewusst. Also, dass man sagt, okay, und ich denke jetzt daran, was ich heute Abend zu essen koche. Oder ich denke jetzt daran, was ich im nächsten Urlaub mache, wenn er wieder möglich ist. Also, so, man könnte auch, du könntest auch einen sicheren inneren Ort
dir finden oder du könntest eine Schatztruhe füllen mit deinen Entspannungstechniken. Da ist auch in meinem Online-Kurs, mache ich eine Anleitung dazu, wie man so seine Schatzkiste, seine inneren Ressourcen und Kraftquellen für sich packen und finden kann. Aber auch eben die Möglichkeit zu sagen, okay, wo fühle ich mich sicher, wo war es schon mal schön, in einem Urlaub vielleicht oder so, oder an einer Wiese mit blauem Himmel und ja, einem schönen Wetter. Und dass man dann eben aus diesem Modus Anspannung rausgeht, gedanklich in eine andere Welt und da nochmal vielleicht versucht, okay, jetzt nochmal tief durchatmen, dann zurückzukommen. Grundsätzlich lohnt es sich tatsächlich, insgesamt seine Anspannung ein bisschen runter zu regulieren, und das wäre eben wieder regelmäßiger Sport, regelmäßige Entspannungstechniken, die ich eben schon genannt habe. Zum Einschlafen, das ist, glaube ich, auch was, was viele betrifft. Deswegen auch vielen Dank da, Manuela, für die Frage. Das ist ganz was Hilfreiches. Da kommt es ein bisschen darauf an, und das zählt auch für die innere Unruhe. Also das, was triggert dich? Also was triggert dich im Sinne von, ich werde innerlich unruhiger, ich werde wieder mehr im Stress sein, in dieser Angstschleife, wenn ich mir die Nachrichten zuführe. Also wenn ich wieder mich mit diesem Auslöser konfrontiere. Also wenn ich die ganze Zeit mich mit Corona beschäftige, weil ja eh alle darüber reden und ich auch wirklich direkt davon beeinflusst bin, und ich zusätzlich noch auch in den anderen Zeiten immer konsumiere, was mit Corona zu tun hat, dann wird es natürlich mein Angstsystem weiter triggern. Das heißt, eigentlich ist immer die Devise, auch wenn es nicht um Corona geht, sondern wenn ich sage, ich kann nicht abschalten und ich denke dann immer an die Arbeit, die Auslöser, die quasi die Dinge, die mich triggern, die mich daran erinnern, so weit wie möglich verbannen. Also dann zum Beispiel das Handy weglegen, den Laptop weglegen, die Arbeitssachen nicht mit nach Hause nehmen, jetzt als Beispiel, falls es möglich ist. Also alles, was an Corona dich erinnert, erstmal möglichst begrenzen. Und das ist deswegen wichtig, weil unser Gehirn auf jeden Reiz sofort reagieren will. Also vielleicht kennt ihr das am allerbesten von dem Beispiel der E-Mails. Wenn du Outlook beispielsweise hast, dann ploppen, wenn neue E-Mails kommen, unten rechts ploppt dann so ein Fenster auf mit der neuen E-Mail. Und manchmal hat man das sogar noch mit Ton an und hört sogar das Signalton, jetzt ist eine neue E-Mail. Das heißt, deine Aufmerksamkeit, der Fokus liegt automatisch sofort auf dieser E-Mail. Und dann diese Kraft aufzuwenden, jetzt nicht sofort zu reagieren und diese E-Mail anzuschauen und zu beantworten, sondern bei dem zu bleiben, was ich gerade tue, diese Kraft ist enorm, die man da aufwenden muss. Das heißt, es ist wirklich ein energiekostendes Verfahren. Das heißt, es wäre besser, diese Aufplopp-E-Mail gar nicht erst anzustellen, damit ich nicht aktiv mich dagegen wehren muss. Und so ist es auch mit der inneren Unruhe und dem nicht einschlafen können, wenn ich schon damit konfrontiert bin die ganze Zeit und vielleicht noch vor dem Schlafengehen Nachrichten schaue oder noch meine Nachrichten auf dem Handy lese, dann ist natürlich mein Gehirn in Alarmbereitschaft und damit verknüpft. Dann brauche ich mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn ich da nicht schlafen kann. Das heißt, diese Trigger weglassen, vielleicht eine Stunde vor dem Schlafengehen auf gar keinen Fall mehr Nachrichten gucken. Und das gilt jetzt nur für die, die da Schwierigkeiten haben zu schlafen. Wer sagt, ich schlafe trotzdem wie ein Murmeltier, der darf natürlich auch bis zum Schlafen noch seine E-Mails checken oder Nachrichten gucken. Aber für dich zum Beispiel, Manuela, würde ich sagen, lieber eine Stunde vorher nicht mehr oder zwei Stunden vorher nicht mehr mit anderen Themen beschäftigen. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige, gut hilfreiche, großartige Übung, so würde ich es bezeichnen, die ich selber mache und die wirklich was bringt. Da gibt es viele Studien dazu, die das bestätigen. Und das hatte ich vorher schon mal kurz angedeutet. Das ist eben eine Dankbarkeitsübung. Und wenn ich vor dem Schlafengehen mir 10 Dinge überlege, 10 Finger Dankbarkeitsübung, und dann überlege, wofür bin ich heute dankbar? Oder wofür bin ich heute froh? Worüber freue ich mich? Was war schön? Egal was. Und damit meine Gedanken ganz bewusst auf was Positives lenke, dann kann ich definitiv schneller einschlafen. Und zwar mit einem schöneren Gefühl. Und die Schlafqualität steigt auch. Und der nächste Morgen beginnt auch anders. Und diese Punkte, diese 10 Finger, wofür bin ich heute dankbar? Oder was lief heute gut? Die sind nicht immer einfach zu finden. Gerade in Zeiten, die ein bisschen schwieriger sind. Und deswegen lohnt es sich dann auch dran zu bleiben und wenn man dann wieder abschweift mit den Gedanken, wieder zurückzukommen. Also wenn du merkst, du fängst an, okay, ich bin heute dankbar dafür, dass die Sonne geschienen ist. Ich bin heute dankbar dafür, dass ich an einem Webinar teilgenommen habe. Ich bin heute dankbar dafür, dass ich fließend Wasser aus dem Wasserhahn bekommen habe und das Wasser war nicht verseucht, sondern war total gut trinkbar. Und dann meine Gedanken wieder, ach je, aber Corona, nicht, dass das Wasser verseucht ist und ich jetzt kein Wasser mehr trinken darf. Dann nimmst du das wahr,
Ah, ich bin gar nicht mehr bei der Dankbarkeitsübung und kommst zurück zu deinen Fingern. So, wo war ich? Okay, ich bin beim Finger 4. Wofür bin ich heute dankbar? Und das ist einerseits eine Achtsamkeitsübung, eine Übung im Hier und Jetzt zu bleiben mit den Gedanken, immer wieder sich einzufangen und eben zum anderen eine wirklich verändernde Übung für die Grundhaltung und eben für die Gedanken, die dann so beruhigend sind, dass man meistens wirklich gut einschlafen kann. Also deswegen würde ich die auf jeden Fall jedem von euch ans Herz legen, dass ihr den Tag nicht mit den Corona-Gedanken beendet, sondern mit den Gedanken, die positiv, die schön sind, weil es beides gibt. Es gibt Corona, aber es gibt ja auch noch was anderes. Es ist ja nicht alles andere weg, sondern es sind ja viele andere Dinge auch noch da. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen helfen konnte. Jetzt habe ich noch eine Frage von der Susanne. Die Susanne fragt, wie kann ich Kinderbetreuung und Homeoffice unter einen Hut bringen und dabei mich selbst nicht vernachlässigen? Ja, also das ist sicher eine große Herausforderung. Ich sage gleich dazu, ich habe keine Kinder. Ich kann es nicht nachempfinden, wie schrecklich es sein muss. Ich kann es aber auch nicht nachvollziehen, wie vielleicht toll manche Momente sind. Und ich kann berichten von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, jetzt in der Zeit auch oder auch aus privaten Kontakten, dass es so und so gibt. Also es gibt manche Menschen, die sagen, oh, das ist eigentlich super. Und andere sagen, es ist eine Katastrophe. Also das wiederum, alles ist erlaubt. Jeder fühlt und denkt und handelt anders und jeder erlebt die aktuelle Situation auch anders. Natürlich geht es erstmal auf dein Zeitkontingent. Also es ist ja eh schon so, dass das Zeitkontingent relativ begrenzt ist, gefühlt. Es hat zwar jeder 24 Stunden, das ist im Übrigen auch ein ganz wichtiger Teil, den wir in dem Online-Kurs besprechen. Also jeder hat 24 Stunden, aber trotzdem haben wir das Gefühl, wir haben viel zu wenig Zeit, weil wir viel zu viel in diese 24 Stunden reinpacken wollen und weil ja auch unglaublich viel möglich ist. Theoretisch. Und jetzt hast du deine Kinder zu Hause, musst die auch noch beschulen oder wie auch immer, im heftigsten Fall musst du die tatsächlich die ganze Zeit bespaßen, weil sie noch so klein sind, dass sie sich gar nicht selber beschulen können, zum Beispiel Kindergarten oder Kita-Kinder, und musst aber auch noch arbeiten und das auch noch konzentriert. Und darüber war ich auch schon mal in einem Podcast eingeladen, ganz schön Familie heißt der, kannst du vielleicht auch nochmal nachhören. Ich glaube, das war die Folge 4, da ging es genau um diese Frage. Und das, was ich glaube, was das Relevanteste ist, dass man da wieder seine Erwartungen anschaut und überlegt, ist es denn überhaupt realistisch, alles jetzt gleichzeitig zu können und zu tun? Und die Antwort ist nein. Also ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich 100% perfekt leiste im Homeoffice für den Job. Ich kann nicht erwarten, parallel meine Kinder 100% gut zu bespaßen und parallel noch 100% gute Selbstfürsorge zu betreiben, um mich dann auch noch gut um den Haushalt zu kümmern und dann auch noch meine Eltern und Schwiegereltern zu unterstützen mit Einkäufen und so weiter. Das geht einfach nicht. Also, dass man sich ganz bewusst macht, es ist nicht realistisch. Und es sind besondere Zeiten aktuell und es ist nicht realistisch, da jetzt alles unter einen Hut zu bekommen und alles auf einem sehr guten Niveau abarbeiten zu können. Und dann ist die Frage nach der Priorisierung. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht alles gut kann oder wenn nicht alles möglich ist? Wo setze ich denn meine Schwerpunkte? Wo priorisiere ich? Und dann sollte man immer da beginnen bei dem, was am wichtigsten ist. Also da, wenn man nicht weiß, wie soll ich jetzt priorisieren? Ich habe nur diese Zeit und nur dieses Energiekontingent. Was ist wirklich wichtig? Und dann kommt man vielleicht bei der Frage in dieser Situation darauf, dass man sagt, okay, meine Kinder sind wirklich wichtig. Und man sagt, ja, stimmt, okay, die Kinder sind wahrscheinlich wirklich wichtig. Aber es geht ja jetzt auch nicht nur um die Kinder, sondern es geht ja jetzt auch darum, die Qualität der Beziehung zu den Kindern. Ja, und dann berichten natürlich auch viele, ich werde so gereizt, dass diese Beziehung auch total gestört ist. Also gestört ist jetzt nicht, der Begriff ist vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn man ihn so verwendet, aber dass die Beziehung nicht mehr im Reinen ist, weil wir uns eigentlich nur noch angreifen, weil ich es eigentlich nicht mehr ertragen kann. Dann würde man sagen, ja, das Kindeswohl ist aber ja doch sehr wichtig. Also was musst du dazu beitragen, dass das Kindeswohl gut aufrechterhalten werden kann? Dass du vielleicht nicht mehr so gereizt bist, dass vielleicht das Verhältnis zu den Kindern wieder ein bisschen entspannter ist. Und dann wirst du automatisch wieder zur Selbstfürsorge kommen. Und dann, wenn vielleicht du sagst, nee, das Verhältnis ist super, ich bin gar nicht gereizt, dann würde ich sagen, naja gut, dann tust du ja irgendwie schon was für deine Selbstfürsorge. Und wenn es nur in Gedanken ist, dann hast du vielleicht schon ein gutes Mindset, kannst gut dich regulieren und deine Gedanken regulieren und deine Emotionen und dein Verhalten regulieren. Und dann ist das schon sehr selbstfürsorglich.
Oder du sagst, das könnte auch sein, dass du sagst, was ist wirklich wichtig? Das wäre meine favorisierte Antwort, dass du sagst, ja, ich bin wirklich wichtig, weil nur wenn es mir gut geht, geht es den anderen gut. Also Prio 1, erstmal gucke ich, wann kann ich für mich sorgen? Und dann gucke ich, wie ich Homeschooling und Homeoffice oder meine Kinderbetreuung und Homeoffice unter einen Hut bekomme. Und auch da wieder, es geht nicht darum, dass ich jetzt alles stehen und liegen lasse und sage, indem ich mich um mich selbst kümmere, kann ich mich parallel nicht um andere kümmern, sondern Selbstfürsorge ist auch sehr viel in sozialer Interaktion. Und Selbstfürsorge ist nicht immer ein Extraposten. Ich kann zum Beispiel mit den Kindern mich beschäftigen, ich kann die Kinder betreuen und gleichzeitig ist es ein selbstfürsorglicher Akt, weil es mir gut tun kann. Weil ich zum Beispiel meine Kinder beobachte, weil ich achtsam in der Situation im Hier und Jetzt bin, weil ich geduldig bleibe, weil ich vielleicht sage, okay, die nächste Stunde schaue ich einfach nur zu, was die spielen und mische mich so ein bisschen ein und bin einfach für die Betreuung da und genieße, meine Kinder anzuschauen. Und das wäre Selbstfürsorge. Wann es so kippt, ist meistens, wenn wir uns innerlich in so einem Druck fühlen, eben raus aus der Achtsamkeit, gehen raus aus dem Hier und Jetzt und uns eigentlich denken, aber ich müsste jetzt, ich spiele jetzt mit den Kindern, aber eigentlich müsste ich ja jetzt mein Homeoffice machen. Und dann hilft es eben wieder zu sagen, okay, aber es geht nicht alles. Ich kann mich nicht teilen. Ich habe nur einmal mich und kann mich nicht aufteilen. Und dieses festzustellen, zu akzeptieren und danach zu priorisieren und zu gucken, was ist jetzt notwendig und auch zu erkennen, dass viel in dem, was wir tun, auch Selbstfürsorge automatisch bedeutet. Nur die Frage ist, wie ich etwas tue, damit es selbstfürsorglich wird. Also zum Beispiel, wenn ich koche, dass ich aufmerksam koche, dass ich die Kinder vielleicht mit einbeziehe und geduldig bleibe. Und geduldig bleiben kann ich wahrscheinlich nur, wenn meine innere Anspannung reguliert ist. Wie entspanne ich mich, wie reguliere ich meine innere Anspannung? Durch Schlaf, durch Entspannungstraining, durch Achtsamkeit, durch die Atmung, das, was wir vorher schon besprochen haben, aber eben auch durch positive Gedanken, Optimismus, Dankbarkeit, Zuversicht. Und auch da wieder ganz konkret, das ist das die Dankbarkeitsübung oder ein Positivtagebuch. Und was man machen kann, ist, man kann auch als Familie jeden Abend sich zusammensetzen und überlegen, was lief denn heute gut, was für kleine Erfolge können wir feiern, was waren denn die sinnvollen Dinge, die wir heute getan haben. Und wenn du Kinderbetreuung und Homeoffice quasi gerade unter einen Hut bringst, dann kannst du jeden Abend dir auf die Schultern klopfen und sagen, okay, das war ein Tag. Ich habe einen Tag wieder gestemmt. Ich habe es hingekriegt. War nicht immer alles gut, das ist die eine Seite der Medaille, aber auf der anderen Seite, ich habe das hingekriegt und habe einen Tag wieder, der irgendwie einigermaßen wenigstens gelaufen ist. Dankbarkeitsübung. Ich hoffe, ich konnte der Susanne da auch ein bisschen helfen. Liebe Susanne, ich denke, dass ganz viel, um das vielleicht auch jetzt im Anbetracht der Zeit und wenn ihr noch eine Frage habt, jetzt habt ihr noch Zeit, wir haben noch ein bisschen, also schreibt noch, wenn noch eine Frage euch interessieren würde. Aber insgesamt würde ich einfach sagen, dass auch gerade in der Corona-Zeit jetzt, die so herausfordernd ist, wir uns einfach wirklich bewusst machen und damit beginnt es, wie wichtig es ist, bei Kräften zu bleiben. Wenn ich mich gut um mich kümmere, wenn ich also selbstfürsorglich bin, indem ich ganz einfache Sachen berücksichtige, mein Bedürfnis nach Schlaf, nach Ruhe, nach Abstand, dass ich auch mal Nein sage, dass ich sage, nee, jetzt nicht. Ich brauche jetzt meine 10 Minuten, weil wenn ich nämlich jetzt nicht Nein sage, flippe ich aus. Und ausflippen ist für alle Beteiligten nicht so sinnvoll. Also, dass ich so meine Bedürfnisse spüre und natürlich ist es jetzt nicht leicht, in so einer Situation zu lernen, was sind meine Bedürfnisse, aber so innere Anspannung zu spüren, bedeutet Bedürfnis nach Ruhe, bedeutet Bedürfnis nach Entspannung oder nach körperlicher Bewegung, mein Bedürfnis nach Ablenkung, mein Bedürfnis nach sozialen Kontakten, die ich vielleicht auch beim Spazierengehen mit Abstand oder virtuell halten kann. Das sind die Dinge, die jetzt wichtig sind. Die sind sehr basal, aber die sind machbar und veränderbar und kontrollierbar und steuerbar. Die kannst du steuern. Und damit kannst du dir ganz viel Energie zurückgeben. Das mag am Anfang nicht so erscheinen, aber es ist tatsächlich so, dass es einen ganz großen Effekt haben kann, einen ganz positiven Effekt für dich haben kann. Und damit stabilisierst du deine Widerstandsfähigkeit, deine seelische Resilienz, Widerstandskraft, um durch diesen Sturm durchzukommen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wir wissen, dass das auch vorbeigehen wird. Also das Leben, das war ja vorher schon was ich gesagt habe, besteht aus vielen Krisen. Das wird nicht die einzige in deinem Leben bleiben. Und wie gesagt, manche empfinden es gar nicht so schlimm, manche empfinden es sogar vielleicht mal gerade als eine ganz gute Situation für sich selbst nochmal zu reflektieren und zu bestimmen, wo stehe ich und wo will ich eigentlich hin. Für diejenigen, die das als Krise empfinden, und wahrscheinlich gesellschaftlich muss man es als Krise empfinden, gesellschaftskontextmäßig,
es wird noch mehr von solchen Sachen geben. Vielleicht ist es dann nicht Corona, vielleicht ist es was anderes. Das Gute ist, es gab es schon immer, es wird es geben, aber es geht immer wieder vorbei. Nach dem Unwetter kommt der Sonnenschein, nach dem Gewitter kommt wieder das normale Wetter und der Regen hört auch irgendwann wieder auf. Und dann kommt auch wieder das Schöne. Und manche Menschen sind stärker gebeutelt, da kommen viele Unwetter nacheinander. Manche Menschen haben auch schon schlimme Krisen überstanden und sagen danach, Mensch, ja, es war schlimm, aber es hat mich stärker gemacht. Und das ist auch eine ganz große Chance in dieser Zeit jetzt, dass wir lernen, mit so einer Situation umzugehen, dass wir aus unserer Komfortzone rausgeworfen werden, quasi. Es ist nicht gewählt, aber es passiert. Und dass wir auch ganz arg merken, wie schnell wir uns adaptieren können und wie schnell wir lernen und uns anpassen und merken, wow, das hätte ich sonst nie gemacht. Und wenn wir den Blick darauf lenken, dann können wir dieser Situation, dieser Krise auch was Positives abgewinnen. Und ja, natürlich kann es sein, dass du dir jetzt denkst oder sagen würdest, naja, was muss man denn in allem was Positives sehen, auch jetzt in dieser Situation? Musst du natürlich nicht, muss man auf gar keinen Fall. Aber allein schon der Begriff der Krise und ja, der Wortstamm der Krise beinhaltet, dass es ein kritischer Wendepunkt ist und dass es danach positiv weitergehen kann. Also das heißt, es ist so die Spitze des Eisbergs und irgendwann wird es auch wieder besser werden. Und wenn wir uns den Blick gönnen, erlauben, auf das zu wenden, was wir mitnehmen können, was wir lernen können, was wir auf was wir zurückblicken können, dann haben wir damit einen so großen Erfahrungsschatz und so viele Kompetenzen aufgebaut, dass wir bei der nächsten Krise, die uns begegnen wird, egal ob das im Privatleben ist oder wieder was Gesamtgesellschaftliches, werden wir darauf zurückblicken und sagen, naja, also wenn ich die Corona-Krise des Homeschooling und des Homeoffice mal hingekriegt habe, was soll mir dann eigentlich noch Großartiges passieren? Dann werde ich doch die nächste Herausforderung auch annehmen können. Und das ist der Inbegriff der Resilienz, dass wir quasi aus dem, was wir schon gelernt haben, aus dem, was wir schon überwunden haben, Erfahrungen sammeln und die für die nächste schwierige Situation einsetzen können und dann sagen können, okay, ich habe ja das schon mal gemacht. Was hat mir damals geholfen? Wie genau habe ich das gemacht? Und dann kann ich es beim nächsten Mal einsetzen. Und das ist der letzte Punkt vielleicht von heute, den ich euch gerne mitgeben möchte, weil ich sehe, dass es keine weiteren Fragen von euch gegeben hat. Schreibt euch die Erfahrungen aus der Zeit auf. Weil das, was ihr jetzt erlebt, was ihr mit euch erfahrt und mit eurer Familie und was euch auch beschäftigt und welche Ängste, Sorgen, aber auch vielleicht positiven Gedanken ihr habt, das vergisst man danach wieder. Das darf man vielleicht auch vergessen, aber es kann auch Hilfe sein für die nächste Situation, die vielleicht kommt. Dass man dann einfach so eine Art Fundus hat und dass man nicht einfach zum Normalmodus wieder übergeht, sondern dass man vielleicht auch hinschreibt, ich habe mich so gefreut, bis die Kita oder die Schule wieder begonnen hat. Ich habe mich so gefreut auf die Arbeit. Und wenn ihr dann mal wieder genervt in der Arbeit seid, dann schaut ihr euer Corona-Journal an und seht, ah, okay, ich habe mich tatsächlich im Homeoffice darauf gefreut, wieder in der Arbeit zu sein und meine Kollegen zu treffen, zum Beispiel. Also, dass man einfach das, was man jetzt erlebt, auch festhält, damit man es nicht ganz aus den Augen verliert, um da später darauf zurückgreifen zu können, sowohl in eine positive als auch vielleicht in eine herausfordernde Richtung gedacht. Das bringt euch sicherlich was und es geht nicht so vorbei und verpufft. Und dann könnt, also wenn ihr sagt, oh, wann soll ich das jetzt noch machen? Es ist freiwillig. Es ist einfach nur eine Möglichkeit und eine Freiwilligkeit, die vielleicht für euch hilfreich sein könnte. Es ist ein Angebot, eine Idee. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute Abend dabei wart bei der Stunde Live-Webinar von sinnsucher.de. Und ich kann nochmal ankündigen, dass der Online-Kurs von mir, Finde deine innere Stärke, dass der ja jetzt schon aktuell verfügbar ist. Das sind 4 Module mit jeweils 3 Videos. Das letzte Modul hat, glaube ich, sogar 4 Videos und Arbeitsblättern. Und da könnt ihr das, was ich jetzt erzählt habe, vertiefen. Und das ist jetzt nicht nur spezifisch auf Corona-Zeiten, ja, sondern es geht wirklich auch darum, was kann ich tun, um mich in der Überforderung oder mich weniger überfordert zu fühlen. Was kann ich tun, um gelassener zu sein? Was kann ich überhaupt tun, um weniger mich gestresst zu finden? Und das ist auch nicht nur der Arbeitskontext, sondern es betrifft natürlich alle Lebensbereiche. Es ist sehr praktisch orientiert. Also so wie ich mit euch jetzt spreche, so ungefähr spreche ich da auch mit euch.
Und was ganz besonders schön ist, ist, dass ab dem 14.05., also dem 14. Mai, ganz bald eine begleitete Variante des Online-Kurses startet. Das heißt, es ist 4 Wochen und jede Woche wird ein neues Modul freigeschaltet und ihr könnt es anschauen, wann immer ihr wollt. Ihr seid da zeitlich total flexibel, habt es im Übrigen auch auf Lebzeiten und könnt aber in der begleiteten Variante mir Fragen in das Forum eben stellen. Und dann kann ich da beantworten und bin quasi mit euch dann so halb live im Austausch, so ähnlich wie wir das heute gemacht haben. Nur nicht sprachlich, sondern dann getippt. Ich würde mich total freuen, die eine oder den anderen da begrüßen zu dürfen. Erzählt vielleicht auch davon weiter. Es ist auch ein Experiment für mich. Es ist mein erster Online-Kurs. Und wenn ihr sagt, na ja, okay, Online-Kurs ist nicht so meins, dann könnt ihr auch mein Buch natürlich lesen, das Prinzip Selbstfürsorge. Ist auch sehr praktisch orientiert mit ganz vielen Selbstreflexionsfragen, ganz vielen Übungen. Einige davon habe ich jetzt schon vorgestellt, aber vieles natürlich ist noch da vertieft. Und wie gesagt, es ist nicht nur für Corona-Zeiten wichtig, für andere Zeiten auch. Und die es davor schon schwer hatten mit Selbstfürsorge, haben es jetzt umso schwerer. Also auch da lohnt es sich vorzubeugen oder nachzuarbeiten, in Anführungszeichen. Und keinen Druck, macht euch keinen Druck. Es ist nicht eine neue To-Do, euch in Selbstfürsorge zu trainieren, sondern es hat was total Freudvolles und ganz Lustvolles, weil es einfach ist. Wenn so ein bisschen so der Schnapper sich umgelegt hat, dann klappt es. Und ich habe euch ja vorher schon gesagt, dass ich mir damit auch ganz schön schwer getan habe. Und ich bin immer noch dran, aber ich kann euch versichern, es lohnt sich, es macht Spaß und die anderen merken das auch. Ihr bekommt positive Rückmeldungen, wenn es euch besser geht. Und damit tragt ihr insgesamt zu einem ganz netten Miteinander bei und habt eine schöne Atmosphäre geschaffen. Ich wünsche euch wirklich alles Gute, ganz viel Kraft, ganz viel Stärke, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. Und wenn ihr sie als gar nicht so schwierig empfindet, dann genießt das. Ihr dürft es genießen, was ihr genießen könnt. Und für die, die es sehr schwer empfinden, es wird auch vorbeigehen und die Zuversicht ist wirklich da. Es wird auch wieder besser werden. Habt einen ganz schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss aus dem Kitchen to Soul.